Hallo, liebe Mafiosi! Don Goku wieder hier, ihr seid wieder hier. Besser kann es nicht sein, oder? Wir versuchen mal heute in der Nacht, in der kommenden, zu dieser einen Tür mit dem Mond zu gelangen. Das habe ich beim letzten Mal etwas verkackt. Und in der Zwischenzeit, bis es Nacht wird, ja, schauen wir mal, ob wir andere Wege finden. Ich laufe mal. Also ich möchte diesmal gerne gucken, ob es klappt. Oder ob ich sterbe. Dahin springen. Oh. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Hier ist aber nichts weiter. Oh. Dann versuche ich so demnächst zu dem Haus zu zur Tür mit dem Mond zu gelangen. Die ist jetzt hier unter uns. Ich glaube, ich hatte das Problem, dass ich beim letzten Mal gegen die Schienen gesprungen bin quasi und deshalb nicht weiterspringen konnte. Aber das hier ist natürlich auch ein guter Weg. Ich habe jetzt leicht die Orientierung verloren. Da wollte ich runter jetzt. Na? Gucken, ob. Wo hat der mich denn jetzt gesehen? Keine Ahnung, ich lasse mich jetzt nicht irritieren davon. Doch, lasse ich. Wie komme ich da rüber? Wisst ihr, was ich mache? Ich weiß nicht, ob ich den Magneten nochmal brauchen werde. Ich tue den hier ins Auto rein. Dann kann ich mir den holen, wenn ich den brauche. Hat der jetzt. Das ist neu, oder? Das ist doch neu. Hat er sich jetzt irgendwie ein neues Sicherungssystem geholt? Okay, das wird. Werde ich sehen. Hier hat er irgendwas Neues eingepflanzt. Das ist, glaube ich, auch neu. So. Da er im Garten ist, gehen wir einfach über die Vordertür rein. Dann muss ich jetzt mal schauen, wie wird da jetzt rüberkommen. Es wird bestimmt irgendwie gehen. Ach nee, nicht schon wieder. Ich will nicht hier auf das Haus. Und zack. Ja. Nein! Ich habe im Flug, im Sprung gesehen, wo ich bin. Und dann wollte ich hier doch nicht mehr hin. Na super. Aber ich kam jetzt hier. Okay, Moment. Ah, oh. Gib mir das. Ah, dann nicht. Dann muss ich mir gleich ein anderes Wurf. Ah! Wurfgeschoss suchen. Okay, aber noch einmal sterben, dann ist Nacht. Also. Einfach mal ausprobieren. Okay. Ich glaube, er verfolgt mich. Ja, das ist gut. Kann ich jetzt hier rein? Ach, ich kann da nicht rein. Mann, wieso bin ich so dumm? Ich komme da nicht rein. Okay, jetzt will ich am besten mich nicht erwischen lassen. Weil jetzt ist es Nacht. Und jetzt gucken wir mal. Was es mit der Tür auf sich hat. Mit dem Mond. Ups. Jetzt schaffe ich das. Oh mein Gott. So. Aufs Dach. Jetzt hier, ne? So, auch hier müsste das jetzt gewesen sein. So. Auch nicht. Hä?
War das nicht hier? Doch, 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 doch. Das war noch hier raus hier. Was ist das für ein Leck? Was war das denn für ein Leck? Oh nee. Komm schon. Ich hab doch nur diese eine Nacht. Oh Mann. Wie ärgerlich. Mich juckt das gar nicht mehr. Ich laufe jetzt hier einfach durch. Aber das hat doch gerade mega rumgeleckt. Okay, aber dann probieren wir jetzt was anderes. Und zwar springe ich jetzt hier wieder runter. Na super. Wieso springst du so weit ab? Mann! Du sollst dich fallen lassen! Oh Gott. Ja, es bringt mir hier alles nichts. Ich kenne hier alles. Ja, fang mich ruhig. Ist okay. Mein Gott, jetzt laufe ich dir noch entgegen, damit du mich fängst. Wenn ich das hier finden würde, den Schraubenschlüssel, das wäre so hilfreich. Das wäre so gut. Geh doch da hoch. Ist das denn ernst? Jetzt ist der da. Ja. Jetzt brauchst du da auch nicht mehr hoch. Gut, einmal noch, dann ist Nacht. Komm, ich lasse mich einfach fangen. Außer ich komme jetzt hier durch. Dann nicht. So. Jetzt aber. Okay. Ich hoffe, dass die Vordertür auf ist. Jawohl. Yep. Okay, perfekt. Wir sind entkommen. Naja, wir sind locker entkommen. Er braucht länger, die Leiter hochzuklettern als ich. In der Zeit hol ich den Vorsprung raus. So. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt hier runter. Vorsichtig, nicht so weit abspringen. Wieso springst du so weit ab, Mann? Kannst du dich nicht einfach fallen lassen? Oh, Mann. Das kotzt mich an. Richtig ätzend. Das heißt, ich muss schon den richtigen... Also ich kann mich nicht fallen lassen, das heißt, ich muss schon auf Anhieb richtig springen. Hier auch, ich kann, das ist, ich springe hier nicht. Immer wenn ich diese Tür runtergehe, lasse ich mich immer fallen. Ich drücke nicht mal auf Springen, das ist so dumm. So, zack. Danke. Da will ich nicht nochmal rein, sondern jetzt will ich hier lang. Was ist da unten? Ist mir egal. Ist mir egal, was da unten ist. Okay. Na super, dafür sperrt mir irgendwas wieder den Weg. Was ist das? Ach, wie ärgerlich, Mann. Lass mich doch einfach hier rein. Mehr will ich doch gar nicht. Doch, eigentlich schon, aber... Hm. Ja dann, gehen wir da runter jetzt mal. Oh mein Gott, das ist die Steuerzentrale von dem Zug, oder? Oh mein Gott. Da komme ich leider gerade nicht hin. Aber...
So. Ich habe den Zug in Bewegung gesetzt. Ich habe den Zug in Bewegung gesetzt. Und hier, hier ist ja dieses Geräusch, was ich in diesem einen Raum gehört habe, von dem ich dachte, dass das aus dem Mondzimmer kommt. Okay, hier komme ich nicht lang. Das heißt, ja, ich muss runterspringen und wahrscheinlich sterben, weil es zu tief ist. Oh doch nicht, habe ich überlebt. Aber Leute, ich habe den Zug in Bewegung gesetzt. War ich schon mal hier drin? Ah ja, das ist dieser Raum. Okay. Was war das denn wieder für ein Leck? Da! Da! Da fallen. Die Dinger fallen runter, weil der Zug da lang fährt. Cool. Oh mein Gott, das heißt, jetzt kann ich auch über die Schienen laufen. Wie cool ist das denn? Das war gerade ein richtig wichtiger Spot. Das war ein richtig guter Fund. Dann muss ich da jetzt irgendwie hin. Ist okay, wenn der mich sieht. Ich bin schneller hier auf der Leiter. So. Warte mal, hält der aber hier auch an? Das wäre natürlich. Oh mein Gott, ich kann jetzt so. Ich habe so viele Freiheiten jetzt. Habe ich hier noch irgendwas, was ich sehen möchte? Da kann ich jetzt. Oh mein Gott, da gehe ich jetzt rein. Ich muss eben warten, glaube ich, bis der. Ich will nicht vom Zug überrollt werden. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wahrscheinlich. Da ist der. Okay, ich habe jetzt Zeit. So und so. Und jetzt kommt. Ups. Ah, jetzt könnte ich einsteigen. Okay, cool. Ich kann einsteigen. Mutatos haben wir hier. Mutatos. Erinnert mich an die. Wie heißen die? Tomakos? Von den Simpsons. Okay, Pedo. Der Pedo. Towermoor und. Denblen. Kann ich irgendwas machen mit den Tomaten? Glaube nicht. Okay, komm, wir gehen einfach mal die Schienen entlang. Andersrum, ich muss. Wow! Krass. Ich muss so rumgehen, damit ich sehe, wenn mir der Zug entgegenkommt. Damit ich noch ausweichen kann oder so. Da, jetzt zum Beispiel. Jetzt kann ich einfach runterspringen. Sonst würde der Zug mich einfach erschlagen. Ich habe eine Idee. Oh nee. So, wo ist der? Wo bist du? Warum bist du da? Oh mein Gott. Wie kommst du da hin? Du bist ja lebensmüde, dass du über die Schienen gehst. Da ist er jetzt, das weiß ich. Aber ich muss ihn rauslocken, damit ich jetzt wieder über die Tür rein kann. Boah, ich bin dumm. So.
Ah, nein, ich wollte einsteigen. Okay, warte mal, wenn ich ihm jetzt hinterherlaufe, kann er mich ja nicht einholen. Also, sprich, der kann mich nicht überrollen von hinten. War da gerade noch ein Zug? Gibt es vielleicht mehrere Waggons? Ich will nicht einsteigen. Ich will mir die Freiheiten lassen, auf dem Dach auch mal runterzuspringen oder so. Da oben, da will ich mal hin. Könnte ich jetzt wahrscheinlich auch, aber ich komme da sowieso hin über die Schienen. Okay. War ich hier? Nee, hier war ich nicht. Hier ist der. Hier sind Rolltreppen? Geil. Hier ist aber der Raum. Ah, und da ist. Oh mein Gott. Stimmt, diesen Weg habe ich vorhin noch vergessen. So, hier habe ich das aktiviert. Und diesen Weg habe ich vorhin noch vergessen. Hier, genau. Aber der hat Rolltreppen. Führen die denn hin? Okay. Interessant. Wenn ich das hier in Bewegung setze, irgendwie, das Tor, dann wird hier bestimmt alles runterfallen. Ah, das ist der Raum mit den. Ach, und das macht auch diese Geräusche. Okay. Mit dem, was ich für Äpfel gehalten habe, was wahrscheinlich Tennisbälle sind. Okay. Nee, danke, ich möchte nicht einsteigen. Ach, wahrscheinlich kommt irgendwann auch mal der Nachbar einfach mit dem Zug angefahren. Ich denke mir nichts Böses, steht da rum und dann, ja, hat er mich. Da, da will ich hin. Oh mein Gott, was ist das denn? Da will ich auch mal hin. Aber erstmal will ich da hin. Och nö, das ist doch nicht interessant. Hier war ich schon. Och nö. Den Sprung schaffe ich auch nicht. Oh Menno. Schaffe ich den Sprung? Ich schaffe ihn. Geil. Hallo Nachbar. Ich gehe weiter hoch. Hier war ich, oder? Bin ich nicht vorhin hier irgendwo runtergesprungen? Ich glaube ja. Okay, und zack. Ach, hier sind wir. Okay. Moment, habe ich dann jetzt nicht alles gesehen? Ich habe das Gefühl, da bin ich jetzt schon einmal rum. Genau, ich gehe noch mal einmal rum. Also hier war ich auf jeden Fall vorhin. Oh, nein. Nein, nein, nein! Okay, sie liegt unten. Oh, der Zug kommt hinter mir. Ja, warte mal. Hier war ich vorhin. Doch, hier habe ich die Reise gestartet. Das heißt, das bedeutet, er hat da wieder Fenster vernagelt. Das bedeutet, dass ich ja im Kreis laufe. Okay, dann habe ich jetzt zwei Ideen. Drei eigentlich. Einmal muss ich noch in den Raum mit dem Mond. Ich weiß, ich habe meine dritte Idee vergessen. Ich habe meine dritte. Ah ja, doch. Ich muss in den Raum mit den Tennisbällen, die man jetzt hört. Das bedeutet, dass ich da gleich irgendwie hinspringe. Und da muss ich hin. Da. Nein! Mist. Okay.
Okay, ich hole mir jetzt erstmal meine Taschenlampe wieder. In der Theorie liegt die jetzt hier. Ja, sehr gut. Na, heb sie auf. Okay. Ich versuche jetzt in den Tennisraum zu kommen. Hier oben rum. So. Das habe ich vorhin geschafft, heißt aber nicht, dass ich es nochmal schaffe. Okay. So, es ist Nacht. Es ist Nacht. Der Nachbar, den habe ich gerade gesehen, der war rechts von uns draußen. Das heißt, ich mache jetzt schnell durchs Haus rein. Oh nein, nicht runterfallen. So. Moment, ich mache das anders. Ich lauf. Oh, da kann ich jetzt nicht lang laufen. Aber das ist gut. Jetzt ist der Zug weg und dann kann ich da lang. Wo muss ich hin? Hier war das jetzt hier, 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 hier. Zack. So. Hier ist meine Tennismaschine. Ja, in der Nacht geht die Tür auf. Cool. Ah, und hier muss ich jetzt am Tag hin. Okay. Hier muss ich jetzt an Tag gehen. Bleibt die Tür offen? Ja, ne? Alles andere wäre ja sinnfrei. Ja, das heißt, ich gehe mal sterben. Ich teste aus, ob man sich überfahren lassen kann. Ich laufe jetzt einfach dem Waggon entgegen. So, jetzt bin ich gespannt. Oder aber, ich springe hier hin. Yes! Kann ich jetzt irgendwas machen? Da würde ich gerne rein. War ich da schon? Ja, das ist der, warum er mich gerade schon getrollt hat. Da möchte ich gerne rein. Wie kriege ich das auf? Bestimmt brauche ich wieder mal was dafür. Schade. Schade. Genau, dieser Raum, den meinte ich. Ja, dann. Kann ich auf diese Veranda? War ich hier schon? Bestimmt, das ist das. Genau, wo ich jetzt hier in den Computerraum komme. Puh. Hierfür brauche ich immer noch den Schraubenschlüssel. Okay. Hier nach Barino, komm. So. Ich kann mir vorstellen, dass ich noch eine Tageszeit weiter muss. Sonst glaube ich wirklich Tag sein und nicht morgen. Aber da ich mich sowieso erwischen lassen möchte,
kann ich mich ja vielleicht auch einfach im Haus noch mal ein bisschen umgucken. Vielleicht haben wir hier auch irgendwas vergessen, beziehungsweise übersehen. Ich glaube zwar nicht. Ein Apfel. Ich habe mich unbewusst versteckt. Da ist noch eine Taschenlampe, falls ich mal eine brauche. Hier hat er seinen ganzen Kleister. So, okay. Jetzt hat er mich. Jetzt ist Tag. Jetzt wollen wir nicht gefangen werden. Ich glaube, der ist draußen. Doch nicht. Vielleicht war der doch draußen und hat mich von draußen gesehen. Ich dachte nämlich, was gehört zu haben von draußen. So. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Was für ein Timing. Nein, 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 nein. Ich will hier hoch. Was für ein Timing. So. Hier? Ja. Und zack. Und zack. Nein! Die Tür ist zu! Wie kann man das dann schaffen? Hätte ich. Nee. Wie soll ich das denn schaffen? Ich überlege, ob ich was zwischen die Tür hätte legen sollen. Ein Stuhl oder sowas, den ich die Tür nicht zuschlagen könnte, aber. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja gut, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als was anderes auszuprobieren. Und zwar möchte ich da in diesen Tennisraum. Menno. Oh, what? Was ist denn der geflogen? Das ist doch der Tennisraum, oder? Ja. Oh Mann. Wieso hat er denn diese Fenster vernagelt? Warte mal. Wieso hat er die. Was ist. Ach, schade. Sehe ich. Nein! Ich habe meine Taschenlampe weg. Da ist er doch. Oh mein Gott, ich schon wieder. Ich bin dumm. Mal wieder. Ist ja nichts Neues. Mach Folgendes. Ich mach Folgendes. Ich werfe meine Taschenlampe jetzt in das Fenster. Genau, sie fällt jetzt hier runter. Perfekt. Ich will auch hier runter. Also ist das perfekt. Jetzt will ich sie aber schnell nehmen. Danke. Und das auch. Danke. Und jetzt. Wo ist der? Keine Ahnung. Aber jetzt machen wir es einfach nochmal. Wird jetzt aber auch der letzte Versuch sein. Und danach gehe ich mal hier lang. Hier war ich noch gar nicht. Da will ich ja auch mal gucken, wo ich da lang komme. So, das heißt. Nein, man kommt so nicht rein. Okay, dann. Ja, dann beende ich den Part. Und beim nächsten Mal versuchen wir nochmal in die Mond- und Sonnentür reinzukommen. Irgendwo muss das klappen. Das da müssen wir irgendwie das Rätsel lösen. Wenn man da hinkommt. Oder was das da ist. Ja, und wenn ich mir so das Haus angucke, gibt es noch einiges zu lösen. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal.